Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Ich habe aus Versehen schon angefangen und dann nicht auf Aufnahme gedrückt, ja, und dadurch gerade ein Tor dem geschenkt. Ja, jetzt schnell wieder aufholen, was richtig schnell geht. Zack, weggehauen. Aber das war eine letzte Folge für ein Thema. Genau, Heimerdingen, lol. Ein richtig starker Champion, wenn man ihn auf Full AP spielt. Mit Mechais Sehnstähler, wenn du zum Beispiel richtig gut in der Mitte bist, sollte man sich das holen. Weil man dadurch einfach 700 AP zusammenkriegt. Plus Red Buff, Baron Buff, 5-facher Dragon hast du dann fast 1000 AP. Mit einem Heimerdinger. Das ist ein One-Shot. Halt wirklich. Du kannst einfach, wenn du an den ADC rankommst, ist einfach instant weg. Der kann nichts machen. Ein Stun, eine RW-Ulti und schon ist der weg. Ist eigentlich mit jedem so. Es sei denn, der hat mehr. Dann vielleicht nicht gleich. Aber trotzdem ist das schon krass, was Heimerdinger für ein Burst Damage hat. Ich meine, man stellt sich einfach in den Busch, ja, mit einem Heimerdinger, wenn man so mindestens, ich hole mir immer Morellons, Stundengas, kommt drauf an, vielleicht auch mal zuerst Stundengas und dann Morellons. Was denn noch? Lernstab, eine Rabadons, halt Fähigkeitsstiefel, der Magiedurchdringung. Und war's denn schon? Und dann halt immer noch zum Schluss Ja, ist mir jetzt egal, wie das ist. Halt, setzt dich in den Busch rein, nimmst ein Pink Ward. Ja, haust es in den Busch rein, das Pink Ward. Ja, wenn da nichts drin steht, hast du Glück. Wenn da was drin steht, solltest du ein bisschen warten. Und dann haust du da drei Türme rein. Hast dann eh ready. Ja, ist egal, wer kommt. Der ist instant down mit den Items. Das ist wirklich scheißegal, wer da kommt. Ob der Toplaner kommt, also kommt drauf an, wie viele MR sie denn haben. Ja, es sei denn, wenn sich der Toplaner wirklich nur MR holt, dann hast du auch keine Chance gegen den. Dann machst du gegen den nichts. Ist auch klar. Aber jetzt, wenn da jetzt zum Beispiel der ADC kommt, einfach mal so, denkt sich so, ach, ich geh mal hier rum, vielleicht den Redbuff ziehen oder so. Du stehst halt da bei dem Busch, bei den Vögeln, Hexen. Ja, hast du deine drei Tower drin? Ja, haust den eh. Wenn die kommt, ja, machst, das kannst du überlegen, ob du die B-Ulti machst, die wahrscheinlich am besten dafür geeignet ist, weil die einfach 1500 Schaden macht, plus die beiden Türme, das heißt, der macht zwei, plus die drei Türme. Macht 2000 Schaden. 2000 Schaden. Plus dem E sind nochmal 500, ja? Das heißt, du machst insgesamt 2500 Damage. Auf einen Champion. Ja, dann hauen die vielleicht noch drei Schüsse raus. Das heißt, nochmal ein bisschen Damage. Und der ist cool. Theoretisch auch mit Midlaner. Ich meine, da kann auch ein Set nichts machen, der seine Schatten stellen kann. Asia auch nicht. Wie ich den Ball nicht bekommen habe. Ja. Wie können wir denn noch nehmen? Eigentlich ist das ein bisschen blöd.
denn ich bin halt wirklich ein Heimerdinger, man. Ich spiele zurzeit fast. Ich spiele zurzeit nur Heimerdinger. Meine Matches-Serie ist voll mit Heimerdinger. Ich habe mir jetzt auch eine Heimerdinger-Figur ersteigert, ja. Von den Worlds. Die gab's ja nämlich, die Nummer 20. Und ist einfach so geil. Ich weiß gerade gar nicht, ob das unser erstes Game ist, ja. Was? Was war unser erstes Game? Ja, das hat er nur gewonnen, weil er den ersten Punkt gemacht hat. So ein Arschloch! Bin da losgefahren. Fixer. Schon wieder auf Rocket League. Richtig gut. So lustig, dass er da keinen Boost genommen hat. Gott sei Dank. Nein, ich muss. Oh nein, wieder weniger Punkte. Ich will endlich Bronze werden. Ist ja noch schlimmer wie bei LOL. Aber ich habe auch ausgerechnet, man braucht 5 Stunden ungefähr. Oder war mal, muss ich nochmal nachrechnen. Ich rechne es nochmal nach im Kopf, ja. Wenn man so Bronze bekommt, ist ja ungefähr so 22 Punkte. Also so ungefähr, sagen wir mal, 20 Punkte pro Game. Wenn du gewinnst. Sagen wir mal, du gewinnst jedes Spiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bronze kommen würde und Heimerdinger spiele, ja? Und ich gewinne jedes Spiel. Und Semi-Profi, richtig gut. Ich gewinne jedes Spiel, das heißt 2, 4, 6, 8, 10. 5 Spiele. 5 Spiele, aka 45 Minuten, das sind 400. Jetzt muss ich mal noch im Kopf rechnen. Mal 400? 80. Oh Gott. Oh, rechnen. Ich hasse ja rechnen. Kopfrechnen vor allen Dingen. Konnte ich noch nie. Richtig gut. Aber wir haben 45 Minuten. Und ein Game. Das heißt, mal 20 sind. Ach. Naja, 800, 900 Minuten, 900 Minuten geteilt durch 6. Wie viel sind das? 100. Ich lass mich viel zu da ablenken hier. Verliere gegen den Semi-Profi, kann nicht sein. So 900 durch 6 eigentlich. Da nicht rein. Warte mal. Ne, 900 durch 5 muss ich rechnen, oder? Ne, 900 durch 60, so. Oder? Ah, ich muss noch mal anfangen, noch mal neu. Aber also, 5 Spieler, 20 Punkte, ja. 5 Spieler, das heißt 5 mal 45, so muss ich das rechnen. 5 mal 45 sind
war 4, wie wir waren hat. 20? Ja, 20. Das heißt 200 und 5 mal 5 sind 25, das sind 225 Minuten. Geteilt durch 60. 6, 12, 18, 24, also rund 3 Stunden. Ist. Rechne ich denn hier für eine Scheiße aus? Müsste doch, oder? Ich weiß gerade überhaupt nicht, weil ich gerade ausrechne. Aber doch, eigentlich drei Stunden ist meine Bronze eine Liga hoch. 40 Minuten, ja. Ach, Mist. Jetzt ist draußen. Sache, es regnet ja. Witzig. Boah, ja. 20 Minuten müssten das sein, ja. Das sind 5 Games. So. Aber man braucht ja 7 Games, um zu gewinnen. Stimmt. Aber man braucht ja 7. Tut mir leid, man braucht ja 7 Games. Das heißt 7 mal 45. Okay. Das tut mir leid, aber ich falsch gerechnet. Das heißt 7 mal 45. Das ist 7 mal 4 sind. Wie viel? Kann mir das jemand sagen? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, ja? Was 7 mal 45 ist. Ohne Taschenrechner, ja? Ich weiß, dass das 35 ist, aber es könnte auch anders sein. Oder? So, Arschloch, hat er mich weggeschubst. Ne, halt, das ist 40. Oder? Nee, ist 28. Was sage ich hier? Ist 28, das heißt 280 und 7 mal 5 sind 35. Das heißt 315, genau. 315 Minuten. Also knapp 4,5 Stunden. Ungefähr. Ja. Also so rund 4,5 Stunden braucht man, um eine, also von Bronze 5 auf Bronze 4 zu steigen. Das heißt, wenn man am Tag 20 Stunden spielt. Ja? Hat man ja dann die Elo bisher denn durch. Mit Bronze. Oder? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung mehr von LOL. Das ist ja schlimm. Muss ja gerade voll nachdenken. Allerdings rede ich ein bisschen mehr. Vor allem in Rocket League, vor allem in Ranked, ja, wo es um was geht. Aber ne. Boah. Ja, das heißt, 5 Spiele, ja. 5 brauchst du ja, oder? Für 5. Das heißt, 5 mal. Wie viel hat die ausgerechnet? 4. Ja, 4. Ja, das heißt wirklich so. Also rund 20 Stunden am Tag ist. Denn. Aber ich meine, wenn man dann wirklich Bronze rauskommt. Fuck. Ja. Und man spielt dann halt jedes Spiel und man gewinnt jedes Spiel und man ist dann in der Promo von Gold
Von Bronze 1, ja, zu Silber 5, ja, ich glaube dann, wenn du die gewinnst, dann bist du nicht Silber 5. Eigentlich müsste es dann mindestens Gold 5 sein. Oder vielleicht Silber 1 oder so eine Scheiße. Weiß ich nicht, ich hatte das bis jetzt noch nicht. Und ich in einem Kumpelkreis. Aber eigentlich müsste das so sein. Ich meine, ich werde jetzt auch hoffentlich nicht Bronze 1 oder wieder so eingestuft. Dann krieg ich wieder das Kotzen, ey. Vor allem, wenn er dann wieder. Ich meine, mit Heimerdinger kannst du nicht einfach nicht gewinnen. Also das Game. Aber wie hat man das countern? Nee. Wie gesagt, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, weil ich mich so doll konzentrieren muss auf gerade. Meine, wenn ich halt, sagen wir jetzt mal 5-0 habe, ja, das heißt, ich habe mein Morellikon fertig und der geht nicht rein. Der wäre sogar reingegangen. Boah, das ist ja krass. Ja. Das heißt, es war eine schöne Folge, ja. Wir hatten wieder Gesprächsstoff. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, ja. Boah. Naja, gehen wir mal ins Hauptmenü. So. Nicht Training. Wir gehen mal in die Extras. Wir sind hier nirgendwo gelistet. Das ist auch gut. Oh Mann, ey. Da will ich auch irgendwann mal hin. Nur Freunde. Krass. Das sind meine Freunde, die erst alle spielen. Ja, da bin ich Erster. Da bin ich Letzter. Ich Zweiter. Bin ich auch Zweiter. Richtig gut. Jo. Statistik. Guck mal, Mann. Ich bin gestrumpft. Gestrumpft bin ich, ja. Ich bin gestrumpft. So, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder in einem anderen Let's Play. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.